Wer günstig Spiele oder Guthabenkarten kaufen wollte, der hat das nicht selten beim deutschen Anbieter Games Rocket getan. Seit 2010 hat sich das Unternehmen auf den Vertrieb von digitalen Inhalten konzentriert. Damit ist allerdings ab Februar Schluss. Wie das Unternehmen bekannt gab, wird man ab dem 31. Januar den Online-Shop einstellen. Im offiziellen Statement heißt es, entscheidende Annahmen zur Entwicklung der Marktteilnehmer und Rahmenbedingungen aus 2010 sind nicht eingetreten. Bis zum heutigen Tag haben digitale Händler schlechtere Konditionen beim zum Beispiel Einkauf als der klassische Handel, also Saturn, GameStop und Co. Ein weiteres Problem sei der große Konkurrenzdruck aus dem Ausland. Das Auslandsgeschäft könnte die digitalen Inhalte deutlich günstiger verkaufen, da sie zum Beispiel keine Mehrwertsteuer abführen müssen. Auch die Publisher seien nur zögerlich gewillt, diese Problematik in letzter Konsequenz anzugehen. Vor allem, weil sie dann einen Imageverlust befürchten, würden sie effektiv gegen die ausländischen Händler vorgehen. Aus diesen genannten Gründen hat man die freie Entscheidung getroffen, den Betrieb des Shops einzustellen. Die Mitarbeiter wurden bereits im Vorfeld informiert. Mass Effect Andromeda hat endlich ein festes Veröffentlichungsdatum. Am 23. März wird das Spiel für den PC, die Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Eine Veröffentlichung auf der Nintendo Switch haben die Entwickler bereits ausgeschlossen. Andromeda soll nicht nur der Neustart für die nächste Mass Effect Trilogie werden, sondern vor allem aus den alten Fehlern der Serie gelernt haben. Neben einem komplett neuen Gameplay-System bietet das Spiel auch viele neue Charaktere, Planeten und Feinde. Die Story der Vorgänger soll allerdings weitererzählt werden. Serienneulinge sollen auch voll auf ihre Kosten kommen. Das Spiel nimmt diese gerade in Bezug auf die Story in den ersten Spielstunden an die Hand. Im März erscheint endlich die Nintendo Switch. Der Zubehörhersteller Snakebite hat nun im Rahmen der CES in Los Angeles sein sogenanntes Nintendo Switch Starter Kit im NES-Look vorgestellt. Dieses Kit beinhaltet eine Tragetasche für die Switch, kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer, Schutzfolien und Staubtücher fürs Display, Analog-Stick-Kappen und Hüllen für eure Spiele. Vor allem die Tasche dürfte ein extrem wichtiges Zubehör sein. Die Switch hat schließlich keinen klappbaren Bildschirm wie der 3DS und viele von euch wollen das Ding sicherlich im Rucksack mitnehmen. Ohne eine passende Tasche wären da die ersten Kratzer nur eine Frage von Minuten. Außerdem hat Snakebite noch faltbare Kopfhörer angekündigt, diese werden aber separat vom Starter-Kit verkauft. Snakebite ist der erste Hersteller, der offiziell sein Zubehör für die Nintendo Switch vorgestellt hat. Das Starter-Kit soll pünktlich zum Switch-Release im März erhältlich sein. Einen Preis nannte Snakebite noch nicht. Schaut man allerdings auf die anderen Produktreihen der Firma, so dürfte man mit einem Verkaufspreis von ca. 20 Euro rechnen.